Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Elementarschamanen Syndol, mit einem wunderschönen Weihnachtsbaum im Hintergrund. Ja, Weihnachten ist bald da, Freunde. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Ist ja eigentlich eine wunderschöne Zeit. Meistens sind alle gut drauf und es ist einfach deutlich, deutlich schöner als ja, die restlichen Tage im Jahr. Wir waren letztes Mal stehen geblieben in Steinhardt, hatten ein paar Quests angenommen, hier im nordöstlichen Bereich der Sümpfe des Elends. Und da werden wir auch direkt hinreiten. Hier hatten wir ja letztes Mal schon einige Quests erledigt, ein paar von den Gegnern hier getötet. Das liegt jetzt auch schon ein paar Tage zurück. Gestern kamen ja gar keine Folgen, ich war am Wochenende krank, man hört das vielleicht an der Stimme noch ein bisschen. Ich lag eigentlich die ganze Zeit im Bett rum und habe eigentlich nichts Sinnvolles zustande gebracht. Und ja, mit den zwei Uni-Projekten, die ich ja noch erwähnt hatte, hatte ich auch noch einiges zu tun. Das heißt, die Zeit, wo ich effektiv gestanden bin, saß ich auch effektiv am PC und habe was für die Uni gemacht. Dementsprechend ging das mit dem Aufnehmen leider nicht. Auf Facebook hatte ich das ja schon ja, mitgeteilt. Und jetzt sehe ich gerade, wir müssen 6 Ritter töten. Dann machen wir das mal. Ja, habe halt in der Zeit, wo ich dann doch ein bisschen am PC sitzen konnte, habe ich dann hauptsächlich was für die Uni gemacht und ja, da ging halt das mit dem Aufnehmen nicht. Wie gesagt, auf Facebook habe ich das verkündet. Auf Facebook verkünde ich eigentlich auch am meisten Sachen. Dementsprechend wäre es cool, ihr müsst mir da nicht folgen. Wenn ihr keinen Facebook-Account oder so habt, dann ist das natürlich alles gar kein Problem. Aber ihr könnt ja die Seite ab und zu mal aufrufen. Da muss man nicht angemeldet sein, die ist eigentlich öffentlich. Und dementsprechend, ja. Schaut euch am besten mal regelmäßig auf der Facebook-Seite um und dann kriegt ihr auch mit, wenn irgendwas schief laufen sollte oder mal was nicht kommen sollte. Also am besten immer, wenn irgendwas nicht so läuft wie gewohnt, wenn zum Beispiel mal eine Folge nicht pünktlich online kommt, dann schaut am besten direkt auf Facebook. Da steht eigentlich immer sofort, was Sache ist. Und ich merke gerade, dass meine Stimme mich schon wieder verlässt. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier die restlichen 13 Minuten einigermaßen gut durchkomme. Ich könnte jetzt natürlich noch mal ganz kurz räuspern. Kleinen Moment bitte. So, fix die Zeit notiert. Das müsste jetzt eigentlich ein paar Minuten gut gehen. Wobei, jetzt fängt es schon wieder an. Kann ich heute überhaupt aufnehmen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also eventuell wird das für die nächsten Tage auch die einzige Folge sein. Weil so wie sich das gerade anfühlt, ist das definitiv gar nicht cool. Was ist denn schon wieder los, Sinan? Das ist der Wahnsinn. Na, jetzt fängt schon wieder das Kratzen an. Unglaublich. So ein Let's Play ohne Reden ist natürlich auch nicht das Gleiche, ne? Ich trinke jetzt einfach ab und zu mal ein bisschen was. Ich hoffe, das bringt ein klein wenig was. So, lasst mal gucken. Magier müssen wir auch töten. 3 Stück. Was müssen wir überhaupt machen? Ich habe gar nicht geschaut, was wir hier erledigen müssen. Gefallenen Krieger von Steinhardt markiert. Okay, das sind die hier. Dann setzen wir da einfach so eine... Ja, Fahne in die Leiche. Guck mal her. Ja, sehr gut. Da können wir hier direkt bei dem Magier weitermachen. Und ja, mehr oder weniger einstimmig habt ihr euch eigentlich dafür entschieden, dass wir hier in den Sümpfen des Elends noch ein bisschen, ja, Quests machen. Und danach dann eben in die verwüsteten Lande weiterziehen. Das werden wir natürlich machen. Ich wollte ja ursprünglich auch hier bleiben, von dem her trifft sich das eigentlich wunderbar. So, töten wir doch ganz schnell die Ritter. Ich hätte natürlich auch vorhin schon bei den Leichen, die wir hier hinten gesehen haben. Magier der Sumpfwacht, jetzt muss ich mal gucken. Ritter der Sumpftidenwacht, das sind alles Gegner von hier. Ich hätte natürlich beim Herlaufen schon ein paar Soldaten hier markieren können. Warum geht das denn nicht? Ich habe das doch markiert. Hallo? Nee, mein Internet spinnt nicht. Was ist denn hier das Problem? Nee, irgendwie klappt das nicht. Suchen wir uns einfach mal eine andere Leiche aus. Vielleicht ist die Leiche buggy. Das kann natürlich auch sein. So. Schauen wir mal. Warum geht das denn nicht? Markiert einen gefallenen Ork mit den Farben. Ach ja, nur die Gefallenen, also gefallener Krieger. Nicht die Krieger von Steinhardt, sondern die gefallenen Krieger von Steinhardt. Okay, das ist natürlich freaky. Sag mal, hier geht's schon wieder nicht. Das ist, ich verstehe das nicht so recht. Hat das einen Cooldown drauf, den ich nicht sehe? Das kann irgendwie auch sein, aber ich habe
Keine Ahnung, gefallener Krieger von Steinhardt. An dem müsste es eigentlich gehen. Schauen wir mal. Ja, da geht's. Also es geht scheinbar wirklich nur an denen, die heißen gefallener Krieger von Steinhardt. Das ist ja mal doof. Hier, die anderen Gefallenen, die sind wertlos, oder wie? Das finde ich ein bisschen makaber, um ehrlich zu sein. Naja, schauen wir mal. Gefallener Fußsoldat, der wird wahrscheinlich wieder nichts bringen. Gefallener Krieger, alles klar, den schnappen wir uns mal. Ja, tatsächlich, da geht das. Ist das auch ein gefallener Krieger? Tatsächlich. Wie viel Magier brauchen wir denn noch? Einen Magier. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal ihn hier ran. Dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Fertig haben wir das. Und ja, unitechnisch. Ich studiere jetzt Druck- und Medientechnik. Und als ein großes Projekt müssen wir im ersten Semester jetzt eine ganze Zeitschrift machen. Das heißt, konzipieren. Ja, das Ganze entwerfen. Umsetzen und dann entsprechend auch in Druck geben. Und das nimmt natürlich jetzt in letzter Zeit sehr viel Zeit in Anspruch. Macht aber natürlich Spaß. Und ja, dementsprechend nehme ich mir da die Zeit auch. Und ja, das war jetzt halt ein bisschen blöd wegen den Let's Play-Aufnahmen. Vor allem, weil ich jetzt halt auch sehr, sehr lange keine Videos mehr hochgeladen habe. Und dann quasi nochmal wegen der Uni. Ja, ist für den einen oder anderen vielleicht blöd, aber ihr seid eigentlich größtenteils absolut verständnisvoll. Das finde ich immer wieder so geil. Jedes Mal, wenn ich auf Facebook irgendwie schreibe, ich konnte wegen dem und dem keine Folge hochladen, dann kommen da zig Kommentare von wegen, ja, ist doch alles kein Problem. Und also ich kann mich da einfach nur jedes Mal wieder bedanken. Das ist einfach super, so eine Unterstützung von euch zu bekommen. Weil ich kenne das von anderen YouTubern, wo es dann heißt, lad doch mal was hoch, du hast schon so lange nichts mehr hochgeladen, du bist voll scheiße, ich deabonniere dich. So einen Fall hatte ich ja auch während dem Monat, wo ich Pause gemacht habe, aber das sind halt wirklich nur Einzelfälle, das kommt immer vor. Das kann man nicht abstellen. Aber wie gesagt, der Großteil von euch ist einfach so cool drauf, deswegen nochmal ein dickes Dankeschön an euch alle. Da macht mir das hier natürlich deutlich mehr Spaß, als wenn ich hier irgendwie von euch noch unter Druck gesetzt werden würde. Was Gott sei Dank, wie gesagt, nicht der Fall ist, weil ihr einfach klasse seid. Danke dafür. Flut der Dunkelheit. Yes, was bekommen wir denn dafür? Mit Sindol lesen wir die Quests durch, ne? Ich vergesse das immer. Ihr seid ein wahrer Champion, Sindol, dass ihr auf dem Schlachtfeld so vielen das Leben genommen habt. Ich hoffe, dass es ausreicht, um Steinhardt zu retten. Jo, mal gucken. Beweglichkeit und Ausdauer, dann haben wir eine zweihändige Axt, das brauchen wir alles nicht, oder? Stäbe mag ich überhaupt nicht. Auf Schamanen nehmen wir mal das hier, das gibt uns am meisten Gold. Verstärkungen abgelehnt. Ohne die Verbindung zur Außenwelt muss sich die Allianz auf das verlassen, was sie in die Sümpfe mitgebracht hat. Wollen wir doch mal sehen, wie sie mit unserer vertrauten Umwelt fertig werden. Alles klar? Und markiert die Gefallenen. Mit eurem Mut ehrt ihr sowohl die Toten als auch die Lebenden, Sindol. Wir werden angegriffen. Die Allianz hat unsere Mauern erreicht. Sindol, euer Handeln hat ihren Vorstoß verlangsamt. Doch sind sie uns zahlenmäßig immer noch weit überlegen. Dies wird unser letztes Gefecht sein. Sieg oder Tod. Ich wünsche euch einen ehrenhaften Kampf, Sindol. In diesem Augenblick toben die Kämpfe bereits innerhalb unserer Mauern. Treibt diese Bestien aus Steinhardt für die Horde. Yes, das machen wir, mein Lieber. Wenn wir schon mal Horde spielen, dann müssen wir uns auch entsprechend verhalten. Nein, die Horde ist ja eigentlich ganz lieb. Mir wurde ja auch schon oft in den Kommentaren gesagt, dass die Horde eigentlich gar nicht so böse ist, wie ich das ursprünglich gedacht habe. Ups, jetzt habe ich, sehe ich gerade, ich habe Flammenschock nicht gecastet gehabt, bevor ich Lava-Eruption gecastet habe. Das war jetzt ein bisschen gequasselt von mir, wo ich durcheinander gekommen bin. So, dann schauen wir mal. Ich habe die letzten Tage, wenn ich ein bisschen Freizeit gefunden habe, Schande über mein Haupt, einen anderen Charakter gespielt, statt aufzunehmen. Also neben dem Uni-Zeugs. Einfach weil ich für mich nochmal ohne Quatschen ein bisschen WoW spielen wollte. Ein Paladin ziehe ich mir gerade so nebenbei ein bisschen hoch. Und da starte ich immer mit der 2, weil ich da mein Richturteil drauf habe. Der ein oder andere, der Paladin spielt, wird das, denke ich, kennen. Und dementsprechend, da ich die letzten Tage eben kein Sindol gespielt habe, ja, hatte ich jetzt gerade das mit der Taste 2 noch so ein bisschen in den Fingern, wenn man das so sagen kann, dass ich da automatisch drauf gedrückt habe. Aber wenn ich so ein bisschen konzentriert bleibe, dann geht das natürlich schon. So, dann gucken wir mal. Wie viel müssen wir denn von denen töten? 12 Stück, alles klar. Dann machen wir das doch mal. Einmal so draufhauen, 4 von 12. Und ich werde, denke ich, nachdem Sinhunter Level 90 geworden ist, eventuell... Bis dahin dürfte es eventuell auch Sindol schon fertig sein. Also Level 90.
Nochmal ein WoW-Let's Play, so ein Rush-Let's Play starten, wo ich dann ebenfalls wie bei Sin Hunter, ohne dass ich Questtexte und sowas vorlese, einfach ja, einen Charakter, eine bestimmte Klasse hoch skille auf Level 90. Müssen wir dann halt mal gucken. Da werdet ihr dann, denke ich, auch wieder mitentscheiden dürfen, wie das bei Sin Hunter auch der Fall war. Aber das hat alles noch Zeit. Also ich gehe davon aus, dass das noch so 4, 4,5, 5 Monate hier geht. Also so Frühling nächsten Jahres ungefähr, würde ich mal sagen, können wir eventuell ein neues World of Warcraft Let's Play planen. Sobald das Add-on draußen ist, Warlords of Draenor, werde ich, denke ich, auch Merrily weiterspielen, von 90 auf 100. Da gibt es ja dann wieder ordentlich was zu sehen. Natürlich auch wieder sehr storylastig mit Questtexte vorlesen. Das wird dann wieder einiges an Zeit in Anspruch nehmen, aber da habe ich natürlich richtig Bock drauf. Weil Krieger an sich ist weiterhin eine meiner Lieblingsklassen. Nur mit dem Let's Play ist das halt aktuell, weiß ich nicht, wie ich da jetzt noch was umsetzen soll. Wir haben eigentlich mehr oder weniger alles gemacht an Quests, was es so gibt. Selbstverständlich, PvP und sowas werde ich irgendwann mal starten. Da habe ich jetzt aber für mich auch noch nichts festgelegt, wann das sein soll, in welcher Art und Weise ich das machen möchte. Ja, das leidige Thema Instanzen. Ich bin da immer noch am Überlegen, wie ich das machen soll. Ich habe überlegt, ob ich das mit dem Paladin mache. Das heißt, während ich den halt hochspiele für mich, dass ich da halt die Instanzen mit aufnehme, die ich da mache. Ja gut, die ist jetzt auch schon Level 50. Das heißt, das ist soweit eigentlich auch erstmal rum. Vielleicht kann ich da mit den späteren Instanzen noch irgendwas reißen. Muss ich mal gucken. Oh, wir müssen 20 Runenstoff sammeln. Ach so, das ist für unser... Für unser Gifthaut-Junges, den habe ich ja so ein bisschen vernachlässigt in dem Monat, wo ich nicht aufgenommen habe. Ich war quasi in dem Monat eigentlich überhaupt nicht in World of Warcraft. Deswegen ist ja auch das mit dieser Gilde passiert, dass der Gildenmeisterposten übernommen worden ist. Aber das Thema hatten wir ja schon. Ja, entsprechend, der kleine Mann hier, der muss noch 17 Tage an der Leine geführt werden. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt während dem Let's Play nebenher noch mache. Eventuell hole ich das später irgendwann mal nach. Keine Ahnung. Wir werden angegriffen. Die Allianz wurde vertrieben. Steinhardt ist dank eures Mutes wieder sicher. Loktarogar. Yes. Einmal Stoffruben, Lederbeine, Kettenbrust mit Int und Ausdauer. Das ist doch absolut was für uns. Ich würde sagen, das nehmen wir, rüsten wir auch direkt aus. Prima. Nika Blutnarbe. Es gibt noch viel zu tun, um uns von dem Angriff zu erholen und auf den nächsten vorzubereiten. All unsere Späher werden sich koordinieren müssen. Nika Blutnarbe ist unsere beste Speerin und im harschen Ödland ausgebildet worden. Sie wurde zur Splitterspeerkreuzung geschickt, um Allianzaktivitäten zu überwachen. Begebt euch zu Nika Syndol, berichtet ihr, was in Steinhardt vorgefallen ist. Unterstützt sie bei allem, worum sie euch bittet. Das haben wir doch schon gemacht. Bei der lieben Nika waren wir doch schon. Die hat uns doch überhaupt erst nach Steinhardt geschickt. Hat die noch mehr Quests für uns? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil da waren auch keine Ausrufezeichen mehr auf der Karte. Wir haben ja nur noch hier oben so ein bisschen was. Und hier unten haben wir 4 Quests, 5 Quests, 6 Quests, 10 Quests, 14 Quests, 15 zeigt er uns an mit einer der Abgaben. Also allzu viel wird Nika für uns nicht haben, denke ich. Aber wir schauen da mal ganz flott hin. Danach werde ich, denke ich, auch die Folge beenden. Ich schaue gerade 13,5 Minuten. Jetzt geht das auch mit der Stimme wieder. Ich glaube, je mehr ich pausenlos rede, umso besser ist das für meine Let's-Play-Stimme. Das ist natürlich zu eurem Vorteil, weil ich heute sicher noch ein bisschen was aufnehmen werde. Ich hatte heute ein bisschen früher Uni aus und dementsprechend habe ich heute ordentlichste Zeit. Muss auch gerade nichts machen. Das eine Projekt mit der Zeitschrift ist jetzt soweit erstmal grob fertig. Da werde ich mich erst in den nächsten Tagen nochmal ransetzen müssen. Denke ich. Und das zweite Projekt, das ist noch was ganz anderes. Da ist nicht mehr allzu viel zu tun. Und entsprechend kann ich heute, denke ich, mir ein bisschen Zeit nehmen fürs Aufnehmen. Und wenn dann die Stimme mitmacht, ist das natürlich Bombe. So, steigen wir mal kurz ab. Nicht, dass wir hier irgendwo hängen bleiben. So, liebe Nika, wo bist du denn? Du bist ganz oben gewesen, ne? So, dann schauen wir mal. Ich glaube aber nicht, dass sie noch eine Quest für uns hat. Ich gehe nicht davon aus. Kraft und Ehre. Ich hoffe, dass euch meine Trauer amüsiert, Syndol. In dieser Gegend wird das die einzige Unterhaltung sein. Jo, die hat nichts mehr für uns. Das war mir eigentlich fast klar, ne? Das war mir fast klar. Jetzt ist die Frage, wo wir hingehen. Der sichere Hafen ist ein Allianzstützpunkt, soweit mir das bekannt ist. Wir könnten jetzt zum Kraulsumpf laufen.
was ich dann eventuell offscreen bis zur nächsten Folge machen werde, damit wir da nicht in der Folge noch Zeit verschwenden. Ich werde, denke ich, hier noch kurz die Karte aufdecken und dann halt wirklich diese Strecke hier ablaufen. Und wir sehen uns dann morgen im Kraulsumpf wieder. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.